Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben. Da bin ich wieder mit dem schon vorangekündigten Action-Teddy-Haul. Vielleicht ist doch das ein oder andere dabei. Ja, auch sehr toll doppelt gemoppelt, aber ihr wisst, was ich meine. Aber größtenteils ist es Action und Teddy. Es sind auch mehrere Einkäufe, also es hat sich so angesammelt in den letzten Wochen. Ich war tatsächlich heute auch nach dem Einkaufen noch mal kurz beim Teddy und habe auch da noch mal 2, 3 Artikel mitgenommen. Ja, und das möchte ich euch jetzt alles zeigen. Ich überlege gerade tatsächlich, womit wir anfangen. Aber ich würde sagen, wir fangen mit Teddy an, weil es mir tatsächlich doch etwas näher liegt. Und ich wupp da einfach mal so durch. Ich bin ja ein totaler Freak und Fan von diversen verschiedenen oder schönen Klebebändern. Sprich, nicht normale Klebebänder, also nicht Washi-Tapes und so. Ja, auch. Aber ich rede tatsächlich so von Paketklebebändern, um Pakete schön zu verpacken, sicher zu verpacken. Und es soll halt auch schön aussehen. So, und ich habe schon tatsächlich diverse Paketklebebänder in, keine Ahnung, rosa-weiß gepunktet und gestreift, blau, bla und keine Ahnung. Die sind aber tatsächlich immer relativ zügig leer, weil da nie so wirklich viel drauf ist. Und es gab jetzt tatsächlich beim Teddy mal wieder solche hübschen Paketklebebänder. Und es gab tatsächlich noch viele verschiedene andere Muster, Varianten, Farben, wie auch immer. Und ja, wer mich kennt, ne, weiß, dass ich ja so dieses gestreifte, karierte, gepunktete total gerne habe. Und was soll ich sagen, schwarz und Mintfarben geht immer. Also bei mir geht's immer. Ja, und dann mussten die beiden Paketklebebänder definitiv mit. Jetzt muss ich mal gucken, ich will mal mein Licht noch mal ein bisschen umstellen hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das ganz schön blendet. Also zumindest auf den Kleberollen. Aber die packen wir dann einfach gleich beiseite. Ja. Wie schon gesagt, da ist nicht so viel drauf, da sind 5 Meter drauf, ist natürlich ein großer Unterschied zu normalem Paketklebeband und auch der Preis ist verhältnismäßig teuer, 2 Euro ist schon wirklich viel für das wenige Band, was da drauf ist, aber ich nutze es nicht immer, ich nutze es tatsächlich nur bei gewissen Paketen und deswegen habe ich gedacht, dann hält es auch eine Weile und dann kann man das mal wieder nach langer Zeit machen und sich sowas mal mitnehmen. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. So, dann hatte ich auch beim letzten Einkauf wieder einmal ein paar tolle, niedliche Holz-Embellishments gefunden. Die finde ich ja immer total cool. Ich überlege gerade, ob ich euch mal noch ein bisschen dichter ranhole. Ich kann euch ja dann wieder rauszoomen, wenn irgendwas Größeres dabei ist. Aber vielleicht sehe ich das auch direkt besser. Ja, ich denke schon, ne? So, und zwar durfte da einmal dieses Set mit, weil bei einem Euro habe ich gedacht, ja, kann man nichts verkehrt machen und ein Euro geht's immer. Ich habe ja jetzt letztes Jahr zur Weihnachtszeit, gab es ja auch ganz tolle wieder, die waren aber bei weitem teuer. Also da ging es von 2 Euro an aufwärts. Und ich hatte da aber, glaube ich, tatsächlich Glück, bin mir nicht mehr sicher. Das habe ich jetzt aber nicht abgefilmt, das ist alles schon wieder in Kisten verstaut. Hab zu der Aktion von Teddy nach Weihnachten Glück gehabt und habe dann noch aus dem Weihnachtssortiment welche bekommen. Für was günstiger als Originalpreis. Ja, aber darum geht es ja jetzt gar nicht. Es geht jetzt hier um die coolen Teilchen. Wie gesagt, 1 Euro und ich glaube, ja, 27 Stück sind da drin. Das heißt, wir haben hier 9 Fächer. 3, 6, 9, 18, 7, ja, pro Motiv 3 Stück. Aber sieht man hier auch bei dem Leuchtturm. Ja, hier drunter sieht man wieder nicht, was drunter ist. Ich möchte es jetzt auch ungerne abmachen. Ich kann mal gucken, ob ich es vielleicht so runterkriege. Aber ich möchte es halt nicht aufschneiden. Kann man nicht erkennen. Aber sieht aus wie ein Blatt. So, dann haben wir hier die Kamera. Dann haben wir hier noch die Badelatschen, Seestern, einen Koffer, ein Seepferdchen, Flugzeug und eine Sonnenbrille. Sehr cool. Ganz, ganz tolle Sachen für ein super genial cooles Sommerurlaubsalbum, finde ich. So, dann habe ich noch einmal hier diese tollen Schmetterlinge gefunden, wo unter anderem auch Schneckchen mit dabei sind. Auch total süß. Und noch ein Set mit diesen Blüten.
Da finde ich die hier halt total cool. Also größtenteils die beiden. Ist eher so ornamentmäßig. Gefällt mir richtig gut. Was hier drunter ist, sehe ich natürlich leider nicht. Aber ist auch nicht so schlimm. Ich hätte sie trotzdem mitgenommen. Auch wenn da was drunter ist, was vielleicht nicht so hübsch aussieht. Ja, also da kann ich auch leider nicht dran vorbei an diesen Holzsachen. Ich habe auch schon so viele. Aber für mich, ich finde das halt immer so schön, ja, wenn man irgendwelche Geschenkboxen bastelt, die dann noch so mit dran zu bamseln mit Nylongarn und einem schönen Tag und. Ich stehe so auf Gebamsel. Wenn überall was rumbammelt, finde ich cool. So, was haben wir denn noch? Ich habe hier mal ja, für den persönlichen Gebrauch noch was mitgenommen heute. Und zwar heiratet meine Schwester, also eine meiner Schwestern, im nächsten Monat spontan. Ja, und da muss ich natürlich gucken, dass ich auf der Schnelle noch was gewerkelt bekomme. Oder vielleicht einfach mit ins Geschenk einarbeite. Mal gucken, das weiß ich noch nicht. Ist tatsächlich sehr kurzfristig. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich das hinkriege, so für eine Hochzeit zu basteln, wie ich sonst tue. Aber das fand ich ganz witzig und das habe ich dann mal 1, 2, 3 mal mitgenommen. So, was haben wir denn noch? Ach so, ich habe hier mal ein paar Pinsel entdeckt in der Kinderabteilung tatsächlich. 1 Euro, 3 Stück. Hier steht ja auch Handmade Kids. Warum habe ich die mitgenommen? Ja, weil mich das Design angesprochen hat. Da bin ich ganz ehrlich. Es war rosa, da ist ein Regenbogen drauf. Die Pinsel finde ich total neckisch. Ich mache sie mal auf. Es sind tatsächlich alles drei dieselben, was mich so ein bisschen irritiert hat, weil normalerweise hat man ja mal verschiedene in einer Packung. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Für mich sind die ja jetzt nicht so für so extreme Pinselarbeiten. Ist eher für mich so für Aquarell, so ein bisschen rumwischen oder für meine Spritzer oder. Und für 1 Euro habe ich gedacht, nehme ich die mal mit. Aber ich fand die total niedlich, weil die halt rosa sind. Und ja, doch, die Borsten sind auch gut. Ich gucke gerade. Nö, habe keine in der Hand. Also die scheinen ordentlich fest zu sein. Und da denke ich, ja, sind die eigentlich nicht verkehrt, um da für gewisse Sachen einfach mal was im Petto zu haben. So, das ist das. Jetzt haben wir hier schon wieder alles umgeschmissen. So, die schieben wir mal ein bisschen weiter weg, damit die nicht so blenden. Was haben wir denn noch Schönes gekauft? Ach so, ich habe mir noch mal so einen Pinsel mitgenommen. Den kennen bestimmt schon einige von euch. Den gab es tatsächlich auch schon mal im Teddy mit einem türkisfarbenen Griff. Das weiß ich noch, ist auch noch gar nicht so lange her. Und die gibt es tatsächlich auch noch und ich besitze die auch schon. Ich habe den sogar von Craftelier. Wartet mal. Wo haben wir ihn? Ja, hier ist er. Also es gibt die tatsächlich auch von diversen richtigen Online-Marken. Na komm, Fokus hier, hat er, ne? Ja, also das ist dann halt wie die, so dieses Hellblau oder Türkis oder wie auch immer. Und jetzt, also ich glaube, der Farbton ist beim Teddy genau derselbe gewesen und jetzt haben sie die auch so in so einem Mintgrün. Ja, und ich finde, ein Euro finde ich mega für so einen Gummipinsel. Und die sind halt ideal, um Pasten aufzutragen auf Stencil und so weiter. Und ich denke einfach, dass die ja irgendwann, dass man die auch nicht immer, ja, also wenn man die öfter benutzt, kriegt man die irgendwann bestimmt auch nicht mehr komplett sauber. Und ich denke, wenn man sich dafür 1 Euro noch einen Ersatzpinsel anschafft, ist das gar nicht verkehrt. Und wie gesagt, ich habe auch irgendwo noch einen von den blauen, aber fragt mich jetzt nicht, wo. Ich, keine Ahnung, ich weiß das nicht. So, was habe ich mir noch geholt? Ja, Sticker sind eigentlich gar nicht mehr so meins. Aber es gab, also es kommt drauf an. Sagen wir es mal so, es kommt drauf an. Aber ich habe mir ein Sticker-Set geholt, was ich ja sonst normal nicht mitnehmen würde. Und zwar dieses. Aber irgendwie fand ich das total neckisch. Warum? Ja, ich glaube, die Frage erklärt sich wieder ganz einfach, weil die ganzen tollen Sachen hier auf diesem Stickerbogen Gesichter haben. Und dadurch, dass sie Gesichter haben, sind die einfach gleich wieder total cute. Total niedlich. Und da dachte ich, komm, die nehme ich mit. Die sind witzig. Und ja, irgendwo kann man die schon raufkleben. Und für 1 Euro 2 Bögen fand ich in Ordnung. Deswegen habe ich sie mir mitgenommen. So, dann habe ich mal wieder ein Set Steinchen gefunden. Das kannte ich noch nicht. Muss auch was Neues sein. Ja, aber so typische Steinchen, die man halt kennt und die ich auch schon in diversen Farben und so weiter besitze.
Auch einen Euro und ich finde aber hier haben wir 351 Stück drin. Also es ist ein ordentliches Ding, ja, im Verhältnis zu den Sets, die sie sonst immer hatten. Und es ist keine Reihe. Die sind tatsächlich, also so wie ich es gesehen habe, sind die wirklich einzeln. Das finde ich super. Und ich finde es toll, wir haben hier drei verschiedene Farbgebungen und aber auch drei verschiedene Größen. Und das finde ich immer total cool. Ich mag das immer nicht, wenn immer nur eine Einheitsgröße drin ist. So mit drei Größen zu arbeiten, finde ich auf Karten besonders schön. Das wirkt gleich ganz anders, als wenn man da drei so große Steinchen raufklebt. Ja. Ja, genau. So. Dann gab es noch ein Sticker-Set, was mir auch ganz gut gefallen hat. Ich habe es jetzt auch nur einmal mitgenommen. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Weil eigentlich ist es ja immer so ein bisschen problematisch bei Buchstaben, aber ich fand es einfach schön. Guckt euch das mal an. Also es ist gold foliert. Und dann haben wir hier, wie gesagt, große und kleine Buchstaben abwechselnd. Einmal komplett gold foliert oder eben halt so gold gepunktet. Total hübsch. Der Nachteil ist wirklich, dass du jeden Buchstaben nur einmal hast. Also es kommt wirklich drauf an, was du, also jeden Buchstaben einmal groß und klein. So. Es kommt dann halt darauf an, was du damit schreiben möchtest. Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil meine Tochter für ihre Freundin ein Fotoalbum machen möchte und eben auch Buchstaben gesucht hat und unter anderem das Wort Memories schreiben möchte. Und das geht natürlich mit dem Set. Man muss halt vorher wirklich sich genau überlegen oder man holt sich gleich zwei oder drei Sets davon. Dann bist du natürlich auf der sicheren Seite. Wollte ich jetzt aber erstmal nicht. Ich fand es schön und habe gedacht, einmal nehme ich es mir mit. Weil ich kenne mich, wenn ich es mir zu oft kaufe, liegt es sowieso wieder nur rum. Und das will ich nicht. So, und dann bleiben wir erstmal bei den Stickern. Ich habe mir mal wieder, ich könnte schwören, ich habe mir den schon mal gekauft. Das ist aber schon eine halbe Ewigkeit her. Ich stehe ja total auf runde Sticker, um eben so Seitenpapier zu verschließen, um es nochmal auf einen Umschlagrücken hinten zu kleben oder auf einem Paket zu kleben oder. Gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Und da gab es diese coolen Sticker. Da sind auch, wartet mal, zwei Blatt drin. Sprich insgesamt 30 Stück. Und die haben mir richtig gut gefallen. Für einen Euro finde ich das immer total in Ordnung. Ja, alleine hier Wishpig und auch so folierte Streifen. Let's Party. Yay. Oh mein Gott, yum. What? It's your birthday. Ich finde die toll. Ich mag sowas. Und ich habe ja auch so eine große Kiste, wo meine ganzen runden Sticker drin sind. Ja, und deswegen habe ich mir die mitgenommen. Jetzt geht mein Klebeband flöten. Wohin auch immer, aber es haut ab. So, und ja, es ist ja irgendwann demnächst mal Ostern. Und auch für Ostern haben sie super süße runde Sticker gehabt. Die hier, die sind eine Nummer größer als die, die ich euch eben gezeigt habe. Die sind schon ordentlich von der Größe, aber trotzdem total niedlich. Guckt mal. Also ich finde, die Süßen sind auch gold foliert. Sieht man das in der Kamera? Ja, ne? Aber ich finde halt diese Farben, ja, das ist das, was ich an Ostern so schön finde. Diese Farbmischung. Hier alleine lila, rosa, grün, gelb, blau, rosa, gelb, rosa. Ich finde das total schön. Gerade an Nikolaus kann man mit diesen Farben so cool spielen. Und da macht das Kartenbasteln auch wieder richtig Freude. So, und dann gibt es noch eins. Das ist auch goldfoliert, ist aber ein bisschen anders von der Art, finde ich. Aber auch zuckersüß. Total niedlich. Ja, also ich denke, die werden bestimmt auf den Osterkarten, die ich verschicke, auf den Umschlägen landen. Oder in der Karte. Mal gucken. Weil einen Umschlag schmeißt man ja doch relativ schnell weg. Aber ich finde die super süß. So, das waren die Sticker. Dann bin ich in der Schreibabteilung gewesen und habe da ein Set mit Textmarkern gefunden, tatsächlich. Aber, also ich muss dazu sagen, Textmarker habe ich en gros. Ich habe alles, was man an Textmarkern haben kann. Ich habe normale Textmarker in diversen Farben. Ich habe Pastell-Textmarker in diversen Farben. Ich habe ja zu Weihnachten letztes Jahr. Stopp. Stimmt nicht, zum Geburtstag von meinem Sohn das ganz große Set bekommen, wo alle Farben bei sind. Und also ich brauche keine. Das ist eigentlich so der, ja, der Punkt, auf den ich kommen möchte. Ich brauche keine weiteren Textmarker.
Ich hatte aber gesehen, es gab Einzeltextmarker in Pastell beim Teddy mit lustigen Sprüchen, also nicht lustigen Sprüchen, mit Sprüchen drauf. Und das fand ich schon total cool. Da hast du aber pro Textmarker einen Euro bezahlen. Nee, einen Euro nicht, 50 Cent? 55 Cent. Ich glaube, 55 Cent kostet einer, ist auch völlig in Ordnung. Und dann habe ich aber durch Zufall gesehen, es gibt halt sechs Farben. Und habe dann gesehen, dass es diese sechs Farben auch in einem Set gibt, aber dann für 2 Euro. Das heißt, du sparst nochmal, wenn du alle komplett kaufst. Und das habe ich gemacht. So, guck doch mal. Und die sind schon fetzig. Also ich finde die total schön. Ich finde die Farben mega. Es sind Pastellfarben. Also jetzt in der Kamera wirken die ein bisschen dunkler. Es sind tatsächlich richtige Pastellfarben. Ja. Und die haben hier, wie gesagt, die sind auch hier unten nochmal abgebildet. Die haben, wie gesagt, jeder für sich einen Spruch drauf. Total witzig. Ja, hier sieht man doch da Lovely. Dann haben wir hier, ich liebe es. Papalapap, Party, absolute, was? Priorität steht auf dem. Und hier unten steht vielleicht, vielleicht auch nicht. Total genial. Und ja, ich habe dann so hin und her überlegt, was mache ich damit? Ich möchte sie nicht für mich selber nutzen, obwohl ich die total genial finde. Aber ich denke, die werden. Ja, ich habe erst überlegt, ob ich sie komplett so mal vielleicht irgendwie bei einem Geburtstagsgeschenk oder so mit reinpacke oder bei einem Überraschungspaket. Aber ich denke mal, ich werde die wahrscheinlich auseinandernehmen und dann immer mal einen mit irgendwo mit reinpacken. Schauen wir mal, ne, wer da Freude dran hat. Auf jeden Fall finde ich die total cool. Die gefallen mir richtig, richtig gut. So, was haben wir denn noch Schönes? Ach so, hier haben wir noch mal was Kleines wegen der Hochzeit, weil ich überlegt hatte, eventuell wieder mal so einen Bilderrahmen zu werkeln. Und da fand ich hier diese Perlengirlande für die Deko ganz cool, so für außen dann rum, also in, aber eben halt außen im Rahmen, das irgendwie so ein bisschen zu verzieren. Mal gucken, weiß ich noch nicht so genau. Auf jeden Fall, ja, haben ist besser als brauchen. 1 Euro. Was zeige ich euch als nächstes? Meine Highlights möchte ich euch erst später zeigen. Dann habe ich mir aus der Osterabteilung, machen wir schon Osterabteilung. Obwohl, die Sticker habe ich euch auch schon gezeigt. Naja, was ist das? Nein, nee, ich zeige es euch noch nicht. Ich zeige euch erstmal die anderen paar Sachen noch. Ich habe mir nochmal hier so, hier steht drauf Fotokarton. Ja, also eigentlich Metallic Cardstock. Für uns ist es, glaube ich, für uns Bastler ist es Metallic Cardstock. Habe mir den mal vom Teddy mitgenommen. Ich habe nämlich letztens festgestellt, so viel Metallic Cardstock besitze ich gar nicht mehr. Überwiegend nur Glitzer Cardstock. Und den hier fand ich total cool, weil der, das sieht man ganz gut, glaube ich, in der Kamera, weil der eben diese Struktur hat. Der ist nicht glänzend, der ist matt und hat noch eine Struktur. Und da sind 4 Farben drin: Gold, ich würde sagen so Kupfer, Roségold, Silber und ja, was ist das dann, wenn das Silber ist? Na, so gräulich, denke ich. Ja, aber man sieht es ja hier ganz gut. Von jedem Blatt 2 Stück, sprich 8 Blatt insgesamt. Hier steht sogar Leinoptik drauf. 1 Euro. Und in A4 finde ich, ja, geht voll klar. So, dann habe ich mir noch mal einmal den strukturierten, wie gesagt, und auch hier wirklich den Metallic Cardstock mitgenommen, der eben wirklich glänzt. Sieht man hier so richtig schön, ne? Sieht man, hallo, da bin ich. Bisschen verzerrt, aber egal. So, hier haben wir 6 Blatt drin, 2 mal 3 Farben und zwar Rot, Gold, Silber. Und genau deswegen habe ich die auch mitgenommen, hauptsächlich wegen Gold, weil ich tatsächlich festgestellt habe, dass ich, also meine ich, vielleicht habe ich auch wieder nicht richtig geguckt, ich weiß es nicht, dass ich aber in Gold Metallic nicht mehr wirklich Fotokarton, Cardstock habe. Ja. Hier hinten haben wir Silber. Schimmert so krass. Also blendet. Nicht schimmert, es blendet. Ich pack's gleich mal hier unten drunter. So, dann hatte ich mal wieder Glück heute. Also ich war ja heute, wie gesagt, nochmal drin im Teddy. Habe ich durch Zufall, ich laufe ja wie gesagt immer durch die Kinderabteilung, durch die Kinderbastelabteilung noch mit durch. Weil ich ganz genau weiß, wenn ich was von meinen Sachen finden möchte. Jetzt muss ich in der Bastelabteilung der Kinder gucken. Und ich bin tatsächlich nach Wochen heute mal wieder fündig geworden. Ja, ich glaube, dass das wird immer gehypt sein, solange es das geben wird, denke ich. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich davon welche bekomme. Weil ich stelle immer wieder fest, so viel ich mir auch kaufe, es ist auch genauso schnell weg aus meinem Schrank, weil ich tatsächlich, oh, dieses Wort tatsächlich, da ist es wieder heute extrem oft, oder?
Vielleicht kann ja mal jemand mitzählen und mir mal in den Kommentaren schreiben, wie oft ich in dem Wort tatsächlich sage. Habe aber festgestellt, dass es wirklich ratzfatz aus meinem Schrank wieder verschwunden ist, weil ich das wirklich so oft für meine Stanzen benutze. Und sobald welche da sind, mich auch, also mir versuche die Zeit zu nehmen, wirklich die Stanzen, die noch nicht ordentlich magnetisiert sind, umzutüten und auf Magnetplatten zu setzen. So, und demzufolge sind die natürlich auch schnell weg. Ich habe noch welche, aber jetzt habe ich wieder 5 Sets mehr. Sprich, es sind ja immer 2 Stück drin in A5, also 10 Magnetpapiere mehr. Finde ich richtig, richtig cool. Also ich hoffe wirklich, dass Tilly das niemals aus dem Sortiment nimmt. Auch wenn es eigentlich für Kinder gedacht ist zum Malen, aber ja. Es sei uns Bastlern verziehen. Wir müssen ja auch gucken, wie wir zurechtkommen. So, das war das. Ja, dann habe ich mir ganz unspektakulär mal ein paar neue Geschenktüten mitgenommen, aber ich fand die wunderschön. Ich hole euch jetzt mal noch mal ein Stück raus, damit man die ein bisschen besser sieht. Einmal hier diese. Das ist wirklich so eine extreme goldfolierte Tüte mit grün bzw. mintfarbenem Hintergrund und Happy Birthday drauf. Und die ist extrem stabil, also die ist wirklich, ihr hört es, oder? Die ist richtig, richtig fest, also nicht so eine typische Geschenktüte für einen Euro. Und deswegen habe ich gedacht, ach komm, ab und an brauchst du es doch mal. Und habe sie mir auch gleich noch in rosa mitgenommen. Ja, wie soll es anders sein, ne? Das sind natürlich meine Farben. Gab es auch noch in lila. So, und dann habe ich die noch gesehen. Und die finde ich ja so gerade so für Kindergeburtstage oder so. Oder wenn es mal schnell gehen muss. Das ist halt so normale Stärke, ne? Und die ist wirklich, die sind wirklich richtig fest. Ja, die hat 55 Cent gekostet, war nur noch eine da. Sonst hätte ich hier bestimmt auch 2 oder 3 Mal mitgenommen für den Preis. Weil ich muss tatsächlich sagen, Moment. Also, dass die Geschenktütenpreise auch extrem angezogen haben. Es ist echt unglaublich, was du manchmal für so eine Geschenk... Deswegen habe ich die mitgenommen für 1 Euro. Weil es... Also, ich finde, es ist tatsächlich schwierig, noch irgendwo für 1 Euro Geschenktüten zu finden. Geschweige für 55 Cent. Ja, so. Das war das. Dann habe ich mir, wie gesagt, ein paar Sachen aus der Osterabteilung mitgenommen. Und zwar mal hier einmal diesen super süßen Metallteller. Total niedlich. Ja. Muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ne? Ist rosa, das Häschen ist süß, die Blumen sind süß. Total niedlich. 1,55 Euro. Und denke ich, ist für so einen Teller, Metallteller noch in Ordnung. Die werden ja auch immer teurer. So, und dann gab es dieses selbe Motiv nochmal hier so in kleinen Döschen. Total drollig. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Also ich denke, eine werde ich behalten. Für so bestimmte Sachen in meinem Bastelbereich. Und die andere wird bestimmt so als Geschenkverpackung an Ostern weggehen für einen Gutschein. Oder ja, mal gucken. Für wen weiß ich noch nicht. Aber fand ich süß. Hätte ich tatsächlich sogar auch noch 1 oder 2 mehr mitgenommen. Gab es aber nur noch 2 Mal. Also in dem Motiv. Es gibt noch 2 weitere Motive bei den Dosen. Aber ich wollte dieses Motiv haben. Ja, das dazu. Bleiben gleich die Magnetplatten hier hängen. So, und dann kommen wir erstmal zu meinem Highlight vom Teddy, was dann auch das letzte vom Teddy ist. Ich habe neue Blüten entdeckt. Und zwar haben wir hier einmal diese Blüten. Ich fahre ja auf sowas total ab, weil ich sowas immer total gerne vorne aufs Cover eines Albums und so mache. Und ja, total schön. Hier haben wir so dieses Jute-Stoff. Sagt man doch so, oder? Na, ihr wisst schon, was ich meine. Und dann noch so mit so weißer Spitze oben drauf und einer Perle. Ja, die fand ich total cool. 6 Stück pro Packung. Habe mir mal 2 mitgenommen. Sicher ist sicher. Man weiß ja nie. Und dann noch ein weiteres Set, was ich vorher noch nicht gesehen habe. Und zwar ist es dieses. Auch die finde ich richtig toll. Ist wieder mehr so Vintage-Style. Aber ich finde die so schön. 4 Stück. Die sind auch um einiges größer als die anderen. Ja, muss ich nicht viel zu sagen, oder? Und dann haben wir 4 verschiedene Farben da drin. Und deswegen habe ich mir die auch mal 2 Mal mitgenommen. Ja, richtig schön. Also mit sowas, da könnte ich mich echt dumm und dämlich kaufen, wenn ich beim Teddy bin, wenn die da so schöne Blüten haben. Ja,
So, und wo wir bei Blüten sind, ihr Lieben. Mit Teddy sind wir durch. Wo wir bei Blüten sind, habe ich hier noch eine Sache. Also ich könnte schwören, dass da nichts mehr weiter ist. Eine Sache vom Woolworth. Und zwar auch Blüten, diese hier. Also ich habe die schon mal gehabt, aber da waren die, glaube ich, nur in Weiß. Und jetzt gibt es die in einem Dreier-Set. So Babyblau, Babyrosa und Weiß in einer Tüte. 25, nee, 18 Stück. 25, wie komme ich hier noch? 25. 1,50 Euro. Und ja, die musste ich mir einmal mitnehmen. Weil ich die so schön finde. Ich arbeite so gerne mit den Dingern. Das war's. Ich denke, das war's bei Woolworths. Mehr habe ich da nicht. So, und bevor wir aber zum Action kommen, schaffe ich hier mal kurz ein bisschen Platz. Und zeige euch dann vorab noch ein, zwei kleine andere Dinge. Also ist nicht viel. Und dann geht's weiter mit Action. So, ich habe jetzt hier mal ein bisschen Platz gemacht. Ja, es wird sonst, glaube ich, immer echt zu viel. Und auch der Blick, wenn da alles übereinander liegt, wird, glaube ich, ein bisschen überdrüssig. Und deswegen habe ich gedacht, räume ich das mal beiseite, wenn wir jetzt weitermachen. So, bevor wir zum Action kommen, habe ich hier... Oh, mein Akku ist gleich leer. Dann müssen wir uns erstmal kurz anstöpseln. Moment. So, jetzt aber. Wenn jetzt nicht noch irgendeine Störung kommt... Dann können wir jetzt weitermachen. So, also wie gesagt, bevor ich zum Action komme, möchte ich euch noch mal schnell zwei, drei andere Sachen zeigen, die ich noch woanders geholt habe. Und zwar, was soll ich sagen? Wir Bastler sind ja selber Kartenbastler, richtig? Ja, aber es kommt tatsächlich vor, dass ich an den Kartenständern stehe, in den Geschäften und so denke, oh, ist die schön. Aber du machst selber Karten. Oh, und die ist aber trotzdem schön. Oh, und die kostet, also dafür, dass es eine fertige Karte ist, ist sie ganz schön teuer. Aber irgendwie, oh. Ja, Mama, also ich hatte meine Tochter dabei. Ja, Mama, pass auf, ich stecke die Karte jetzt dahinter irgendwo. Und wenn du die rausziehst, dann kannst du sie dir mitnehmen. Also es war schon echt lustig. Ja, ich habe die Karte natürlich nicht beim ersten Mal rausgezogen. Und habe sie dann wie wild wieder gesucht. Und noch sogar eine zweite gefunden. Also es kommt wirklich sehr selten vor, dass ich fertige Karten kaufe. Aber ich konnte an dieser Karte nicht vorbei. Versteht mich irgendjemand? Ich konnte nicht dran vorbei. Es ist halt wirklich auch so eine ja, Premium-Karte, weil sie eben wirklich nur auf Cardstock gemacht ist, was ich richtig toll finde. Also doch sehr umweltschonend. Nicht so diese folierten Hintergründe und. Aber so süß, ja, dieser Fratz hier mit seinen Ballons, dann noch der folierte Schriftzug da drauf. Ich konnte nicht. Ich konnte einfach nicht dran vorbei. Und ich glaube, wir hatten das Thema auch schon ein paar Mal. Es gibt ja doch Menschen, die so dieses wirklich selbstgemachte Komplette nicht wertschätzen wollen oder auch nicht können, weil sie es einfach nicht besser wissen. Und für solche Fälle, denke ich, ist so eine süße, fertig gekaufte Karte dann doch schon richtig und gut und viel zu süß. Nein, Scherz. Aber ich, wie gesagt, ich konnte einfach nicht dran vorbei. Ich fand die so, so knuffig und musste mir die einfach mitnehmen. Und dann habe ich noch eine zweite gefunden. Und da habe ich gedacht, ja, jetzt fällt sie echt selber vom Glauben ab. Aber ihr wisst ja, ne, ich und Regenbögen, und dann kann die nicht da bleiben. Und die glitzert. Guck doch mal, hier Geburtstag. Die glitzert komplett in Rosa. Und hier ist auch so. Ja, als wenn man da mit, sag doch schnell, Glossy Essence drüber gegangen ist. Total niedlich. Vielleicht schenke ich mir die selber zu meinem Geburtstag. Ja, also verzeiht's mir. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht gesteinigt oder so, weil ich fertige Karten kaufe. Aber ich finde die so schön. So, und dann hatte ich bei DM noch, ich habe ja da auch so eine extreme Sammelleidenschaft aus einer bestimmten DM-Abteilung. Und zwar geht es um diese ganzen Kreativsets, diese Sticker und so weiter. Und auch da gibt es wieder neue Dinger. Und da habe ich mir jetzt einmal hier dieses Set zum Thema Feiern mitgenommen. Mal nicht die Sticker, sondern wirklich die ganzen Einleger für Fotoalben, in dem, ja. Man hat ja hier hinten dann immer so die Abbildung, was da alles so drin ist. Da auch nochmal die Themengebiete, die es gibt wieder. Aber fand ich wieder so toll. Und also ich hatte auch zwei, drei in der Hand und habe mir aber wirklich gesagt, du nimmst dir nur eins mit. Hier haben wir
Na, sag doch schnell. Komm schnisch drauf. Na, ihr seht schon hier diese Pappsticker, ne? Komm jetzt noch nicht auf den Fachbegriff. Und ganz viele verschiedene Tags und ja, Kärtchen und Rahmen. Also alles Mögliche. Total süß. Ja, und dann musste ich das mal mitnehmen, um mal meine Sammlung wieder ein bisschen zu komplettisieren. So, und dann haben wir noch einen Artikel, bevor es mit Action losgeht, den ich bei Amazon entdeckt habe und auch nicht dran vorbeigekommen bin. Ja, meine Tochter hat ja gesagt, oh Mama, sie flucht halt immer mit mir, weil ich so extrem viel Washi-Tape besitze. Ja, aber ich komme halt nicht dran vorbei. Also ich kaufe mir mittlerweile auch nicht mehr jedes. Ich hatte beim Action gesehen, dass es Neues gibt, aber ich habe mir die Sets nicht mitgenommen, weil sie mir wirklich nicht gefallen haben, weil die überwiegend mit folierten Washi-Tape sind. Und das mag ich gar nicht. Also ich brauche schöne Motive, süße Motive, coole Motive oder eben halt so kariert, liniert, gepunktete Sachen. Aber eben so dieses ganze Glitzergedöns und folierte Gedöns, Gold, Silber, keine Ahnung, brauche ich nicht. Möchte ich nicht, brauche ich nicht. Und deswegen habe ich mir von den neuen tatsächlich mal keine mitgenommen. Bin ich schon ganz stolz auf mich. Aber ich habe die bei Amazon entdeckt. Und da konnte ich nicht vorbei. Ich weiß nicht, ob man das schon an der Packung sieht. Oh, hier. Guck doch mal. Da haben wir ein komplettes Set. Ich glaube, das sind 27 Rollen. Bin mir nicht sicher. Ich möchte jetzt auch nicht zählen. Ein komplettes Set nur mit karierten Washi-Tapes in diversen Farben. So cool. Ja, also ich musste das einfach haben. Alleine schon für mein, ja, für mein Planner, für mein Budgetplaner und. Ja. Das ist meins, das ist so meins, das ist so meins, das schwarz und grau und ja, alles total cool. Richtig genial. Also ich hatte mal geguckt, es gibt da verschiedene. Es gab auch ein Vierer-Set, glaube ich, mit weiß, grau, schwarz, rosé. Habe aber dann im Verhältnis dazu das gefunden. Vielleicht mögen die Farbtöne ein bisschen anders sein, vielleicht sind die anderen ein bisschen kräftiger, das kann sein. Aber ich habe halt im Verhältnis von der Menge der Rollen. Und auch im Verhältnis zu der Menge von dem, was drauf ist bei den anderen. Die haben zwar die doppelte Befüllung, hier sind 5 Meter drauf und bei den anderen waren es, glaube ich, 10. Ist aber trotzdem bei weitem mehr hier drin und günstiger im Verhältnis. Und deswegen habe ich mich für dieses große Set entschieden. Ich glaube, ich habe 10,99 bezahlt und ich glaube, dieses Vierer-Set hätte 9 Euro noch was gekostet. Also 1 Euro weniger nur. Ja. Und deswegen ist ganz klar dieses bei mir eingezogen. So. Jetzt aber Action. Und ich hoffe, wir schaffen das noch in der Zeit. Ich gebe mir die Mühe. Die Mühe? Ja. So, als erstes ein paar Dinge bestimmt, also die zwar neu sind, aber die definitiv bestimmt schon von so vielen Leuten gezeigt und von euch gesehen wurden. Auch ich habe die Stempelsets bekommen. Die kleinen Inkpads in den Metalldosen. Hier. Total niedlich. Ich habe sie noch nicht ausprobiert, werde es aber definitiv tun. Und ja, ich bin gespannt. Und selbst wenn die nichts taugen, dann ist immer noch die Dose total genial, um Sachen zu verstauen oder sogar andere Stempel da drin zu versehen und die so schön geordnet im Schrank unterbringen zu können. Aber die Dosen sind schön. Also die finde ich total cool. So. Einmal das, deswegen zeige ich euch jetzt auch nicht so viel davon, weil ihr die bestimmt schon tausendmal gesehen habt. Dann, ich bin der Meinung, dass das ja neue Farben sind, weil ich habe sie tatsächlich noch nicht und habe sie beim letzten Mal nicht gesehen. Habe ich mir wieder neue Bänder mitgenommen. Und da haben wir hier einmal so eine ja, weiß-silber-blaue Variante. Die finde ich wirklich cool, so für Jungs- und Männergeschenke. Dann einmal so eine rosane Variante, auch richtig schön. Und noch eine grüne Variante. Also ich weiß definitiv, dass das ein anderes Set ist als das Grün, was ich schon habe. Also die kannte ich noch nicht. Ja, die drei habe ich mir noch mitgenommen. Dann gibt es neue Kugelschreiber. Also ich weiß ja nicht, wer sich noch daran erinnert. Vor kurzem waren es ja diese.
die so gehypt war. Ich finde die immer noch mega cool und ich habe mich damit auch schön zugedeckt, um mal anderen Leuten damit eine Freude zu machen. Mit dieser schönen Kugel hier oben dran, die gab es, glaube ich, in vier verschiedenen Farben. Ich habe hier, nee, das ist ein anderer. Jetzt gibt es solche. Ich glaube, da gab es auch drei oder vier Motive. Ich habe mir nur die zwei mitgenommen, alleine schon wegen der Stiftfarbe, rosa und lila. Wir haben hier einmal, also da haben wir praktisch oben so ein Plättchen, wo ja, ein Kleeblatt drin ist. Ob es echt ist, wage ich zu bezweifeln. Aber ich dachte, ja, aber ich habe das Gefühl, dass die Stifte tatsächlich sogar, ja, denke doch, dass sie noch dünner sind als die Vorgänger. Und ich habe tatsächlich das Problem, je dünner, desto schwieriger kann ich sie greifen, geschweige denn gut damit schreiben. Aber das probiert man dann mal aus. Einmal den in Rosa und einmal in Lila. Da haben wir hier so ein Gänseblümchen drin. Fand ich auch süß. Ja, ich stehe auf so einen Kitsch. Finde ich gut. So, passend zum Schreiben habe ich mir mal einen ja, Tagesplanblock mitgenommen. Ich nenne ihn jetzt einfach mal so. Den gab es auch in verschiedenen Varianten. Die hat mir am besten gefallen. Und da haben wir praktisch so To-Do-Checklisten drin. Fand ich ganz cool. Ist auch ordentlich was drauf. Die Papierqualität ist auch völlig in Ordnung. Das ist immer so das, worauf ich so ein bisschen achte, ob man da. Ja, nee, ist okay. Ja, und ich habe gedacht, mal gucken. Gerade wenn man so Tage hat, wo man nicht weiß, wo man anfangen soll, beziehungsweise wo man dann wieder denkt, so, oh, was muss ich heute noch machen? Was ist noch auf dem Plan? Ich bin ja so ein Mensch, ich freue mich, wenn ich Dinge abhaken kann und weiß, ich habe das und das und das heute geschafft. Und dafür finde ich das wirklich cool. Ja, wenn man so einen vollgepackten Tag hat oder Dinge hat, wo man weiß, ich muss das unbedingt mal erledigen, schreibe ich mir das auf und dann, ja, kann ich die Liste abarbeiten an dem Tag. Und dann kann ich mich abends freuen, dass ich fleißig war. So, was haben wir denn noch Schönes vom Action? Ich habe nach Ewigkeiten, aber wirklich Ewigkeiten, die habe ich vor Monaten, also lass es sogar schon ein Jahr sein, ich weiß es nicht, mal in einem Haul gesehen von der lieben Hedwig Gedönsrath. Liebe Grüße an dieser Stelle, falls du meine Videos siehst. Und zwar geht es hier um diese süßen Briefe. Ja, um so, die sind aus der Kinderabteilung. Total niedlich. Das sind ganz einfach so kleine. Hier haben wir noch Sticker vorne mit drin. Aber wirklich, das ist ein Blatt, wo du einen kleinen Brief schreiben kannst. Den faltest du dann zusammen, klebst ihn zusammen als Briefkuvert und fertig. Total drollig. Ist natürlich in dem Sinne eine Sache für Kinder. Aber ich fand es trotzdem süß. Und ich denke, es gibt bestimmt irgendwelche Möglichkeiten, das mal irgendwo mit einzubringen. Und selbst wenn nicht, dann schenke ich es halt meinen Nichten. Die sind noch in dem Alter. Aber ich fand es so süß. Es gibt, glaube ich, vier verschiedene. Ich habe mich wirklich nur für die zwei entschieden, die ich total niedlich fand. Ich wollte da jetzt nicht alles mitnehmen, weil ich weiß, dann liegt es eh wieder nur rum. Aber die sind hier das Wölkchen. Da, oh Gott. Doch, also ich fand die süß. Ja. Oder wenn man jemandem mal so eine kleine Botschaft zukommen lassen möchte, einfach so, ich hab dich lieb, oder? Ja, finde ich das niedlich. So. Okay, was haben wir denn noch? Ich habe noch. Die habt ihr bestimmt auch schon gesehen. Ich packe das hier mal rüber. Und zwar haben wir doch hier in der Fotoabteilung solche kleinen, ja, Fotobüchlein, wo man Fotos reinstecken kann. Mit diversen Folien drin. Ich weiß gar nicht, wie viele Folien das sind. Steht es drauf? 50 Stück. Ja, ist ordentlich. 50 Folien sind hier drin. Das ist schon heftig. Und ja, also ich werde sie bestimmt nicht als dieses nutzen, was sie sind. Also nicht als Fotoalbum benutzen. Aber ich denke, ich werde da bestimmt das ein oder andere unterbringen. Was weiß ich noch nicht. Da muss ich mal gucken. Aber ich fand so die Machart davon ganz cool. Und habe mir deswegen drei Stück mitgenommen. Drei verschiedene. Vielleicht wird auch eins ein Fotoalbum, mal sehen. Das weiß ich noch nicht, weil ich sag mal so, dieses Memory-Stickblatt ist ja schon schön. Ja, aber im Endeffekt habe ich sie eigentlich gekauft, um sie ja, Zweck zu entfremden, wenn ich mich da festgelegt habe, dann lasse ich euch das natürlich auch wissen. Ne? Ja. Aber die sind ganz cool.
Also ich finde die eigentlich total schön. Mal gucken. So, und dann habe ich noch, ja, Standard, einmal nochmal Kartenrohlinge mitgenommen. Ich habe zwar tatsächlich noch meine von Anitas und so weiter, aber ich habe wirklich festgestellt, dass Kartenrohlinge bei Action irgendwie in den letzten Monaten echt mau sind. Ich glaube, das hier sind sogar die mit diesem Perlmutt-Effekt. Das sind, glaube ich, gar nicht die Originalen. Einmal die. Und dann habe ich, die sind zwar nicht rechteckig, die sind zwar quadratisch in 13x13, aber ich bin der Meinung, das ist eine neue Farbe. Die sind auch mit diesem Perlmutt-Schimmer drauf, aber das ist so ein, sieht man das? Aber doch, eigentlich sieht man es ganz gut in der Kamera. Die sehen eigentlich auch wirklich so aus. Das ist eher so ein, wie sagt man denn, so ein Sandton. Also die sind nicht weiß, die sind nicht cremefarben, die haben wirklich so einen sandigen Ton. Und die finde ich richtig cool von der Farbe. Ich hätte mich echt gefreut, wenn es die auch in rechteckig gegeben hätte. Ja, und deswegen habe ich da mal zweimal mitgenommen. Also ich kenne die Farbe nicht. Ich habe die noch nie irgendwo gesehen. So, und ja, last but not least habe auch ich endlich mal ein paar aktuelle Slimline-Stanzen entdeckt bei uns. Bei uns ist ja immer so eine Sache, es dauert ja immer ewig. Ich habe mir aber nicht alle mitgenommen, sondern einmal nur dieses Set. Es sind schon enorm viele Kleinteile da drin, finde ich. Da hat man dann irgendwie immer so, ja. Aber das fand ich richtig niedlich, richtig, richtig süß. Also das werde ich auf jeden Fall benutzen mit dem Pilz. Die sind auch nicht so klein, die Teile. Also manche schon, ja. Aber so das Hauptmerk, worum es geht, ist echt schön. Und dann haben wir hier einmal noch dieses, na komm, mit diesen drei Fenstern, die man öffnen kann, fand ich auch total niedlich. Ja, und Slimline-Karten gehen ja irgendwie immer. Und auch hier, ja, die Äste, finde ich total toll. Oh, die kleine Raupe hier, ach süß. Dann haben wir hier nochmal Wölkchen, Wiese, sehr cool. Wenn sie dann noch ordentlich stanzen, dann ja, ist das wieder ein super toller Einkauf. So, und zuletzt aber eigentlich für meine Tochter gedacht, weil wir noch nicht so recht wussten, ob sie ihr Album für ihre Freundin komplett selbst macht oder eben ein fertiges Grundgerüst benutzt, haben wir noch einmal diesen Dreierblock mitgenommen. Den kennen wir ja auch alle, ne? Mit einmal Schwarz, Kraft und Weiß, einmal dicken Kartstock und einmal Papier. Ja, und selbst wenn sie ihn nicht benutzt, ich kann das auch immer gut gebrauchen. So. Das war's mit Action, meine Lieben. Und ja, wie soll es anders sein? Ich habe meine Zeit natürlich wieder eingehalten heute. Also beziehungsweise habe damit nicht gehaushaltet. Wir haben wieder fast unsere 45 Minuten heute geschafft. Und an dieser Stelle sage ich dann, ja, nein. Also ich mache jetzt nicht einfach Tschüss und weg. So, nee, das bin nicht ich. Also ich hätte hier eigentlich noch so 3-4 Sachen von Cafralé, die jetzt auch schon ewig hier bei mir liegen. Die kamen alle erst nach Weihnachten, aber es sind nicht viele Sachen, 5 Teile oder so. Aber, obwohl, Leute, wir haben ja noch 1,5 Minuten. Soll ich euch das schnell, ich zeige es euch schnell. Geht das schnell? So, und zwar haben wir hier noch einmal von Ecopark Shipboard Sticker. Jetzt, genau, das habe ich vorhin gemeint, ne, Shipboard. Ja, zu Ostern, ne, Welcome Easter, total süß, ist, glaube ich, eine alte Kollektion, aber nicht schlimm, geht ja immer, also ist ja völlig wurscht, ob neu oder alt, und ich fand die total drollig, gerade so, wenn man nachher wieder Osterboxen oder so macht, und auch auf Karten gehen die super. Einmal das habe ich mir da bei ihr gegönnt. Dann passend dazu, aber eine andere Marke, aber eben halt auch Ostern. Von Simple Stories haben wir hier noch so ein paar Die-Cuts. Auch nicht viele, sind auch nur ein paar drin. Fragt mich jetzt aber bloß nicht, was ich bezahlt habe, das weiß ich nicht mehr. Ist schon so lange her jetzt. So, dann gab es noch ein paar Bannerstanzen von Joycrafts. Die finde ich richtig cool. Ja, wie gesagt, Bannerstanzen, Textstanzen, sowas geht bei mir immer. So, und dann habe ich hier so ein paar Papiersets noch, und zwar von The Paper Boutique. Einmal Beverly Eden, da haben wir diese ganzen Papiere drin, und ich glaube, das ist aber auch nur dünnes Papier, ja, 100, ne, verschieden, 160er Grammatur und 300er Grammatur. Und dann haben wir aber auch hier so diese Kästchen, Kärtchen
Und diese, das sind, die sind, glaube ich, vorgestanzt. Die kann man, glaube ich, so raustrennen. Ja, und da gibt es auch diverse andere Dinge noch dazu, die man in dieser Serie dazu bestellen kann. Ja, einmal diesen. Dann noch einmal von The Paper Tree in A4 Harmony Blooms. Da haben wir auch 16 Papiere drin. Sieht man die hier hinten? Ja, hier. Und die sind auch alle vorgestanzt. Also das sind, ist sozusagen ein Block nur aus Die-Cuts. Ja, den. Und ja, darüber freue ich mich sehr. Und das ist auch echt cool. Habe ich hier nochmal von Studio Light 2 Paper Pads. Einmal Winter Forest. Da haben wir hier so erdige Töne. Richtig schön. Also die kann man ja immer brauchen. Steht hier die Grammatur mit drauf. 170er Grammatur. Also die sind auch nicht wirklich dick. Die sind, denke ich, sehr gut geeignet für Aufleger. So, und dann haben wir hier einmal Sweet Peach. Das ist natürlich so mein Highlight. Diese ganzen Pastellfarben. Richtig, richtig schön. Blätter mal schnell durch. Ja, das war der. So, jetzt haben wir es aber. Haben wir es noch schnell mit hinten rangehangen. Ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaut habt und hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin heute ganz schön hektisch gewesen, aber ja, keine Ahnung. Es kann auch daran liegen, dass es mir nicht sonderlich gut geht. Ich wollte euch aber unbedingt die ganzen Sachen zeigen, damit ich auch endlich mal wieder an meinen Basteltisch kann und euch da so ein bisschen mitnehmen kann. Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag und oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und ja, bleibt alle gesund und munter, bleibt kreativ, seid schön bastelwütig und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!